Ja. So, jetzt schauen wir doch mal. Also, gehen wir unten lang. Das könnte ganz interessant werden. Vielleicht kann ich da aber auch gar nicht lang gehen. Ne? Kann ja durchaus auch sein. Vielleicht geht's da einfach nicht. Doch, geht's. Es könnte aber sein, das Holz bricht weg und ich falle runter. Ne? Dass das eine blöde Entscheidung war. Aber ich glaube es nicht ganz. Also rechts ist hier auf alle Fälle mal Tutti. Das sieht man schon. Es sei denn, er springt. Glaube ich aber nicht. Da ist noch was. Ah ja, seht ihr mal, Leute. Wenn ich da jetzt nicht lang gegangen wäre. Ein richtiges Horrorspiel, Senpai, würde ich nicht sagen. Also es ist. Man sieht ja, es ist eher auf Schießen bezogen. Es wird aber definitiv gegen später noch horrorlastiger, weil. Weil ja noch Viehzeug kommt, ne? Und dunkle Höhlen und sowas. Ach, kann ich da hoch? Zum Abkürzen. Ach je, wenn das wird wie auf der Leiter vorhin. Ich wusste nicht, dass ich mir hier die Arme brechen muss, um da hochzukommen. Aber ganz cool ist es. Also. Doch, macht echt. Macht echt Spaß. Im Großen und Ganzen. Also ist insofern auch abwechslungsreich, weil es gibt eben diese ja, Ballersequenzen. Es gibt immer einen anderen Weg. Habe ich eine Trophäe gekriegt oder sowas? Konnte man aber wahrscheinlich leider auch nicht erkennen. Oh, was ist das denn? Ja, es ist natürlich vermint. Wir lasen es ja einst. Jetzt ist natürlich die Frage. Kann ich die irgendwie auslösen? Wahrscheinlich keinen Sinn machen. Vielleicht muss ich durch den Fluss hier gehen. Ich denke schon. Und ich werde mich wahrscheinlich ducken müssen. Okay, also es gibt tatsächlich keine Duckentaste. Ich habe zumindest bis jetzt keine gefunden. Was bedeutet, dass es... dass man sich halt tatsächlich physisch ducken muss hier. Also es ist schon Körperarbeit hier. Jetzt probiere ich mal, ob ich das eventuell... Ja. Ja. Also ich glaube, es ist sogar nicht mal ganz sinnfrei, die aus dem Weg zu ballern, weil vielleicht muss ich ja gegen später hier nochmal lang. Ich glaube, jetzt habe ich mich selber ein bisschen verletzt dabei. Aber wir nehmen jetzt nicht schon wieder so ein Dings. Ja. Wir verschwenden unsere Munition ganz gerne. Da ist. Echt gar nichts mehr, ne? Doch, die Uzi hat 34 Schuss. Naja, ah habe ich tatsächlich dran verletzt. Also allzu nah dran sollte man nicht stehen. Vielleicht wäre es auch die bessere Idee gewesen, das hier alles so zu lassen, versuchen drunter durchzukriechen. Vielleicht werden wir ja irgendwann von da unten her verfolgt. Dann wäre das für uns vielleicht eher eine Hilfe, wenn die Minen noch da wären. Auf der anderen Seite möchte ich das nicht rausfinden.
Ja, da bin ich jetzt tatsächlich zu nah, da gehe ich wieder drunter durch. Das müsste ich eigentlich. Nee, ich gehe lieber runter. Okay, alles klar, ich bin unter einer durch, direkt in die nächste rein. Das war so nicht gedacht. Also definitiv muss man hier die Augen offen halten. Und ich bin auch sehr stark verletzt. Also sehr stark ist übertrieben, aber auf jeden Fall merklich. Ich habe jetzt gerade schon wieder so einen roten Lichtstreifen hier gesehen, aber möglicherweise werde ich schon wahnsinnig. Ja, das. Grundsätzlich tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich das hier anlasse, aber der anderen Seite. Die gute alte Story mit der Munition, nicht? 21 Schuss noch. Dann habe ich bald gar nichts mehr hier. Ich hoffe mal, dass ich demnächst wieder auf ein Munitionslager oder sowas treffe. Das heißt Munitionslager, aber irgendwas, wo man halt Munition findet. Und hoffe dich vorher nicht auf Gegner. Vorne ist was grün leuchtend, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Servus. Welcome aboard the M3C Perseus Maritime Patrol Aircraft. The M3C Perseus is equipped with a Mark IV Fusion Reactor, as well as a top-of-the-range Argus full-spectrum sensor array. It carries a payload of 4 AEW-92 anti-ship missiles beneath each wing. Mich interessieren die technischen Daten eigentlich nicht. It also features a stealth reconnaissance mode. For full technical specifications, please refer to the flight manual. Ja, vielleicht muss ich das Ding ja nachher gleich fliegen, ne? Nichtsdestotrotz, Munition wäre super. Haben wir sowas denn? Gibt's sowas? Kommen wir da hoch? Wohl nicht. Ich schätze, wir müssen da rein. Darf ich? Das sieht schon so aus, als wäre. Oder? Das ist doch unser. Warum guckst du mich so an überhaupt? Das ist doch das, womit wir gekommen sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das sieht dem so ähnlich. Manuelle Override-Sequenz. Was zur Hölle? Soll ich das da machen? Wollt ihr mich erschießen, wenn ich hier reinkomme? Wäre eine Idee, ne? Ich probier's einfach mal. Ah. Manuelle Override-Sequenz. Rotate the holographic matrix. Activate the orange areas with the light bead to unlock the hatch. Rotate the holographic matrix. Activate the orange area. Error. With the light bead to unlock the hatch. Wie? Rotate the holographic matrix. Activate the orange area. With the light bead to unlock the hatch. Aha. Error. Okay, also man muss sich das immer entgegengesetzt vorstellen. Error. Error. Alles klar, es wird immer besser. Ach Gottchen. Meine Fresse. Aber cool, also muss man wirklich sagen. Also es ist eigentlich. Weil ich immer denke, der dreht sich dann auch entsprechend. Rotate
rotate your arm to open the hatch door. Was? Arm rotieren. Hallo. Das hat auch Spaß gemacht. Also das finde ich nicht ganz schlecht. Das heißt, also ich sag mal, nichts allzu kompliziertes, wenn sich der... Hallo? Wenn sich der Würfel in die Richtung gedreht hätte, in die ich gewollt hätte, dass er sich dreht, dann wäre es geil gewesen. Zettel. Ach. Seems to be stuck on shop demonstration mode. Did it say fusion? Echt kein schlechtes Rätsel gewesen. It's far more advanced than anything I've ever seen. Okay, 1792. Die Armee der Qing-Dynastie. Qing? Ach. King, ich sag einfach so, King-Dynastie, konnte zwei Kompasse aus Gorka in ihren Besitz bringen, mit denen man wohl historische Relikte über einen unbekannten Mechanismus aufspüren kann. 1900 bis 1912. Einer wurde als Teil der Boxerentschädigung in die USA geschickt und tauchte bis 1945 nicht mehr auf. Der andere Kompass verschwand spurlos, nachdem der letzte Kaiser der Qing-Dynastie abdankte. 1952, bei der Konfiszierung des Eigentums von, während der Bewegung gegen, wurde ein Kompass gefunden. 1962 bis 66, Experten begannen mit der näheren Untersuchung, mussten diese aber durch den Ausbruch von unterbrechen. 1980, nach dem Ende von, erkundete mit Hilfe des Kompasses Lufnur. Der Kompass ging dabei jedoch abermals verloren. 1997, der Kompass wurde in der Provinz Xinjiang am See Sailimu von Mitgliedern der Schule der Archäologie und Museologie der Universität Peking gefunden. Dieser Name ist dummerweise da. Also dieser Herr Su da. Suin übernahm die Leitung der Untersuchung. Den Menschen haben wir ja vorher sprechen hören. Okay. Und Sie? Nee. Waffen gibt's hier leider nicht. Das ist doof. Ich brauche nämlich Waffen. Ganz ernsthaft. Ich muss jetzt auch ganz schnell mal den Sitz, beziehungsweise meine Position... vor der Kamera checken, weil ich nehme ja nebenher noch die Facecam auf. Ja, und ich stehe nämlich ganz schön blöd da, möchte ich mal sagen. Nicht richtig blöd, aber ein bisschen. So. So, jetzt ist besser. Auch das merkt man leider nicht, wenn man so ein Ding auf dem Kopf hat. Yeah. Hui. Verschwinden. Ich probiere das mal. Ich guck erstmal, ob das wirklich die Starttaste ist. Ja. Weil wenn das nicht die Starttaste ist, dann breche ich den Stream ab. Einstellung, Sammelstücke zum Hauptmenü, letzter Checkpunkt. Einstellung. Tonausgabe, Untertitel, ein Zielhilfe. Zielhilfe! Natürlich! Geschmeidiges Drehen? Ja doch! Geschwindigkeit? Geht maximal 3. Ich nehme 3, damit es einfach auch ein bisschen schneller geht. Ich hoffe, das findet Gefallen. Zielhilfe ist jetzt super, dass ich das jetzt weiß. Ne? Ja, ich hätte das gern ausgewählt. Ist das richtig? Hast du das jetzt gespeichert? So, jetzt habe ich eine Zielhilfe. Mensch, Freunde, ich werde nie wieder Munitionsschwierigkeiten haben. Sammelstücke, was gibt's denn da? Aha. Also wenn das die Reihenfolge ist, in der man sie finden kann, dann habe ich schon einige übersehen scheinbar. So, das habe ich doch ziemlich am Anfang sogar gefunden, das Teil da. Und das auch. Kann doch gar nicht so viel übersehen haben. Aber man sieht, wenn das, wenn man so an den Sammlerstücken beurteilen kann, wie lang das Spiel ist, dann haben wir die gute Hälfte schon hinter uns. Ja? 4 bis 6 Stunden ist es, glaube ich, angegeben, das Spiel. Zielhilfe. Ah ja, genau diese Zielhilfe hatte ich auch in der Demo. Das ist doch jetzt viel geiler, Freunde. Findet ihr nicht auch? Also ich finde es schon geiler. Weil,
Ah, jetzt haben wir auch geschmeidiges Drehen, aber leider haben wir dabei diesen dunklen Rand. Aber das finde ich in Ordnung. Finde ich besser als dieses Ruckelgedrehe da. Irgendwas macht die Katze auch im Flur, ich höre das. Die macht dann irgendwas rum. Ich werde deswegen jetzt nicht den Stream unterbrechen. Ich muss aber tatsächlich mal die Kopfhörer ein bisschen zurecht drehen. Die drücken leicht. Grundsätzlich sind die sehr bequem, aber sie drücken tatsächlich, wenn man sie eine Weile trägt, aufs Ohr. Ah ja, das ist doch viel geiler mit der smoothen Bewegung hier. Das hätte ich von Anfang an checken sollen. Aber egal. Oh oh, ich muss mich beeilen. So, ich schätze mal, da komme ich so schnell nicht zurück. Jetzt muss ich mal wieder ins Waffenmenü. Ich gleich viel besser treffen. Alles klar. Ja. Ist da mal, ne? Okay. Noch jemand? Nee. Ist da Munition drin? Nee. Toll. Also Munition wäre schon mal was. Warum kann ich nicht bei jedem Typen, den ich abknalle, einfach seine restliche Munition nehmen? Oder haben die nur exakt so viel Schuss dabei, wie sie brauchen, um zu sterben? Da geht's wieder da lang. Oder auch da lang? Weiß ich jetzt nicht. Was ist jetzt da wieder der richtige Weg? Der Baum bewegt sich übrigens auch voll cool, finde ich. Oh. Oh. Drohnen. Ja, komme ich jetzt leider so nicht weiter. Ich fürchte, ich gehe erstmal da lang. Ich muss weg. Ist ja kacke. Ich habe null Munition mehr übrigens, ne? Also zumindest mal keine, von der ich wüsste. Und ich meinte, ich hätte aber auch eine... Folgt der mir eigentlich? Jetzt muss ich mal gucken. Also ich habe tatsächlich... Ich weiß nicht, ob ich die Axt werfen kann. Ich weiß auch nicht, ob es mir gegen den Typen was bringt. Ich mache nochmal ganz kurz Pause. Gehe in die Einstellung. Drehgeschwindigkeit. Ach, das ist die Drehgeschwindigkeit. Ja, die war so war eigentlich ganz gut. Man kann die Katze gelegentlich im Hintergrund miauen hören, wenn sie denn laut genug miaut, ja. Aktuell ist es eigentlich weniger ein Miauen als ein... Ich weiß nicht, wie ich das betiteln soll. Das ist, wenn sie an manchen Sachen rumspielt, dann scheint sie dabei nachzudenken und diesen Gedanken will sie dann Ausdruck verleihen. Hat man so das Gefühl. So. Also ich fürchte, ich werde fast nicht drum rumkommen, den guten Mann mit Granaten wegzuulzen. Zumindest mal zu probieren. Aber der scheint sich wenigstens nicht weiter in meine Richtung zu bewegen. Ich gehe mal hier lang. Ist mir lieber. Aus irgendeinem Grund. Das ist zwar schön. Ich weiß, die treffen mich die ganze Zeit, die Drohnen. Ich muss damit jetzt einfach leben. Keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ich kann nichts. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass ich
an einem nicht allzu weit entfernten Checkpoint bin und wieder Munition habe, reichlich. Also jetzt regt mich die Katze langsam echt auf. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, was das Viech macht. Eine Sekunde. Oh. Bin wieder da. Senpai, ich habe gelesen, du wolltest dann Feierabend machen, wegen, ne? Bist müde und so weiter und so fort. Weiß nicht, ob du inzwischen schon weg bist. Wenn ja, ja, wirst du das zwar jetzt nicht mehr sehen und nicht mehr hören, aber dann wünsche ich dir auf jeden Fall morgen einen schönen Tag. Und wenn du noch da bist, dann wünsche ich dir noch einen schönen Stream, bis du dann gehst. So. Ah ja. Okay. Alles klar. Ich gucke hier jetzt einfach weiter, ob ich... Es ist tatsächlich... Ich habe nicht einmal den Ansatz von Munition hier. Ich glaube, ich bin hier tatsächlich gefangen. Ich könnte jetzt höchstens probieren, ob ich über die Einstellung... Nee. Gesten einstellen. Gesten? Was? Wie möchtest du den Motion Controller? Oh ja, ich fand's auch sehr schön, Senpai. Herzlichen Dank, dass du da warst. Zielmodus, Entspannung-Modus. Ach so. Ah ja, gut, ich halte ja eigentlich automatisch immer ein bisschen so, ne, aber... Ich glaube, ich probiere mal den Entspannen-Modus. Einfach nur mal so. Moment. Und den Zielmodus? Ne, der gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser. Der ist einfach, der fühlt sich realistischer an. Ja, ich fürchte, ich muss jetzt einfach den Kollegen probieren, mit einer Granate wegzumachen. Das. Da werde ich nicht drum rumkommen. Muss ich halt jetzt. Kommt noch einer, glaube ich. Okay. Ja, und jetzt habe ich noch eine einzige. Die wird mir gegen den Kameraden da oben leider nicht viel helfen. Ich glaube nicht, dass sie den mit einmal wegsprengt. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ich habe auf jeden Fall nicht viel Auswahl, ne? Jetzt gerade. Was? Ist jetzt nicht wahr, oder?